Seid gegrüßt! Ja, heute habe ich mal wieder was Schönes für euch. Heute habe ich Hähnchenfleisch im Glas. Schaut euch doch mal kurz an, wie das Ganze vorher aussah mit der Brühe. So, hier habe ich mageres Hähnchenfilet. Ihr könnt auch Schenkel nehmen, wenn ihr möchtet. Dann lasst die Haut bitte dran. Löst sie nur aus. Wie man die auslöst, die Hähnchenschenkel, da findet ihr, glaube ich, zwei Videos auf meinem Kanal. Schaut einfach mal nach. Ich habe jetzt hier das abgewogen. Gewürze. Und Mengen. Jetzt durch den Wolf lassen. Hier habe ich eine grobe Scheibe. Ihr könnt eine 5er oder 7er nehmen, wie ihr gerade habt. Ihr könnt auch es fein machen, wenn ihr möchtet. Das lasse ich jetzt durch. Und es geht weiter. Das sind die Knochen vom Hähnchenschenkel. Ich habe die ausgelöst und habe auch den Rücken abgeschnitten. Und das ist eben jetzt übrig geblieben. Ich möchte davon jetzt eine Hühnersuppe machen und das Ganze auch wirklich reduzieren, weil ich das für die Wurst brauche. Dazu gebe ich eben ein paar Möhrenstreifen auch rein, die Zwiebel, ihr könnt auch noch Pori zugeben, wenn ihr wollt. Einfach nur ein bisschen für den Geschmack. Und dann gieße ich das Ganze einfach nochmal mit Wasser auf. So, anstellen, jetzt anderthalb Stunden vor sich hin köcheln lassen und gleich geht's weiter. Ich habe das Ganze jetzt anderthalb Stunden vor sich hin köcheln lassen und werde es jetzt noch mal eine halbe Stunde richtig kochen lassen, damit ein bisschen mehr Wasser rausgeht aus dem Ganzen. Ich möchte das Ganze, ja, die Suppe ein bisschen richtig kräftig wird im Geschmack. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann zeige ich den nächsten Schritt. So, von den anderthalb Litern, die ich an Flüssigkeit zugegeben habe, habe ich jetzt nur noch 400 Milliliter übrig. Das heißt, die Konsistenz ist sehr schön, so wie ich sie haben wollte. Jetzt gebe ich einfach das Salz. Ich habe hier NPS. Ihr könnt auch das Ganze dann mit normalem Kochsalz machen oder eben mit Meersalz. Gewürze sind jetzt am Fleisch schon drin. Jetzt geht's weiter. Okay, hier, wie gesagt, ihr könnt auch gerne Hähnchenschenkel nehmen, die ihr auslöst. Ich schmeiße die Knochen ja nicht weg. Ich friere mir die ein und mache mir dann eben hier eine Brühe von oder eine Hühnersuppe, wie auch immer. Dann brauche ich natürlich meine Gläser. Ist klar, schaut einfach mal bei eBay nach, kriegt ihr überall. Und eben hier habe ich jetzt schon die Gewürze dran und hier habe ich das Salz für meine Brühe. Okay, und wie es jetzt weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, das Ganze jetzt nochmal schön durchmengen, schön kräftig. Verbindet sich das Ganze schön miteinander. Bisschen klein, ihr solltet mal, wenn es geht, immer eine größere Schale nehmen. So. Und das Ganze kommt jetzt ins Glas. Wenn es geht, keine großen Luftlöcher lassen. Mal so ein bisschen gucken.
So, und das Ganze fülle ich jetzt mit meiner Brühe auf. Langsam, so dass es sich so in diesen, wo noch Luftlöcher sind, wo sich das Ganze noch so ein bisschen verbreiten kann, eindringen kann. Die Brühe ist dann auch mehr oder weniger auch für den Geschmack gedacht. So, das darf nicht überstehen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, so einen Zentimeter immer noch Luft lassen und Deckel drauf. Und wie es jetzt weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, ich habe hier meinen Einkochtopf jetzt auf Einkochen gestellt. Und ich tue die Gläser ins kalte Wasser reinstellen. Ihr seht, einige Luftlöcher sind hier drin. Das ist das Schöne, dann kann die Brühe da dementsprechend dann auch noch reinkommen. Rein. Wenn die Lampe aus ist, ab dann zähle ich 90 Minuten. Okay, und wenn sie dann so fertig sind und runtergekühlt sind, dann zeige ich sie euch. Ja, meine Wurst ist runtergekühlt und ich glaube, sie sieht ganz gut aus. Für diejenigen, die gerne abnehmen möchten oder einfach nicht so viel Kalorien zu sich nehmen möchten, für die ist die Wurst natürlich optimal. Das ist hier eigentlich reines Magerfleisch, Hähnchenfleisch. Ihr wisst, es hat nicht allzu viel Kalorien und Fett. Dann gibt es natürlich jetzt noch die Möglichkeit, hier ist mehr Flüssigkeit ausgetreten und die ich dazugegeben habe. Ihr seht das hier. Wenn ihr das Ganze etwas gallerartig haben möchtet und fester, dann könnt ihr zum Beispiel Rinder-Aspik nehmen, gibt es auch im Internet. Oder eben Schweine-Aspik. Oder ihr gebt einfach von vornherein, wenn ihr es möchtet, Schweineschwarten hinzu. Man kann 100 Gramm pro Kilogramm zugeben, dann wird das Ganze eben fester und gallerartig. Es gibt nicht viel zu sagen jetzt noch, außer dass ihr könnt das gerne mit Meersalz machen oder normal Kochsalz, spielt jetzt keine Rolle. Dann wird das Ganze eben etwas dunkler. Das ist aber eigentlich egal. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Wiesel Butze. Ciao.